Ich hätte es lassen sollen. Ich hätte mit dem 0:0 zufrieden sein sollen. Jetzt spielen die uns noch komplett an die Wand. Oh, St. Pauli. Mann! So einen beschissenen Saisonabschluss dann. Drei Niederlagen am Stück, das ist das erste Mal in der Saison. Das muss so eine Scheißserie haben. Aber das haben wir schon eher vergeigt, dass wir da oben reinrutschen. Naja. Aber achter Platz, ich sag mal so. Vor der Saison haben sie uns den 12. vorausgesagt und den hätte ich damals auch schon mit Kusshand genommen, also von daher. Ist jetzt nicht ganz so schlecht. Hat gute Arbeit geleistet, das Team hat stark gespielt und der wertverdiente Torwart zeigt dann, naja, jetzt gewonnen nach normaler Chancenverwertung. Das Problem ist jetzt, wir müssten jetzt erstmal gucken. Dass wir Leute verkaufen, bevor wir Leute kaufen können. So, jetzt. Der hat nur Müll gespielt, also fliegt er auch in die zweite Mannschaft runter verschieben. So, okay. Das ist jetzt eine gute Frage, wie ich eventuell hier neue Positionen antrainieren könnte. Vielleicht geht's halt doch nicht. Ich habe das Tutorial nicht gespielt, also man hätte hier auch die Möglichkeit, für drei Spiele ein Tutorial zu spielen, aber das war mir zu dumm. Persönliche Anmerkung. Ah, hier kannst du auch Notizen dazu machen. Medizin, Transfer, Organisation, Infrastruktur, Sponsoren, Finanzen, Marketing, Präsidium, Mitglieder, Fans. Also da geht es schon mal nicht. Ne, scheint wohl nicht zu gehen. Wir gucken mal hier. Gespräch vereinbaren. Vertrag verlängern. Spieler verschieben. Wo haben wir denn den Kollegen Rapp? Da würde ich mal mit dem ein Gespräch vereinbaren. Vielleicht geht es ja da irgendwie zu sagen, hier, Kollege, ich sehe dich eher auf der und der Position. Mal schauen. So, mehr brauchen wir eigentlich nicht machen. Bewertung, Kaderplanung. Okay, hier hat sich mittlerweile gegessen, also hier bräuchte man da was. Und ich glaube, das war auch unsere größte Schwäche. Hier haben wir meistens auch mit zentralen Mittelfeldspielern gespielt, weil wir nicht so viele Offensive haben. Also wenn wir da jetzt in der Saison oder in der Transferperiode ein bisschen was machen könnten, dass wir Leute aus dem zentralen Mittelfeld hier. Buchtmann hat gespielt, Becker hat gespielt, Benatelli hat gespielt, Salazar hat auch hin und wieder gespielt und wir haben gerade mal ein OM. Ich könnte. Ja, jetzt könnte ich zum Beispiel Spieler auf die Transferliste setzen. Können wir ja mal kurz durchgucken. Die drei Tormänner haben mir eigentlich gefallen. Hier, da wollte ich eventuell sehen, dass ich den verleihe, weil das ist einer meiner größten Talente. Den hatte ich in der Winterpause auch mitgekauft. Neben ihm, die beiden habe ich gekauft, weil ich dort komplett dünn besetzt war. Da habe ich mir gedacht, ihn kannst du ja immer noch verleihen, weil einer von
Ich glaube, er. Ja klar, er war das. Den hatte ich für teuer Geld gekauft. Ich glaube, für über 2 Millionen. Und er hat sich dann eine Ablösesumme von 1,1 oder irgendwie sowas in Vertrag schreiben lassen. Das finde ich halt ein bisschen schwach, dass du da nie drum rumkommst. Dass du jetzt, ne, einfach sagen kannst, nö, ja, ich will bei dir keine festgeschriebene Ablösesumme, sondern dass du das wirklich hinnehmen musst, wenn die sagen, ich will eine Ablösesumme, dass du da noch ein bisschen was machen kannst an der Summe, aber direkt am Sachverhalt kannst du nicht ändern. Und das ist halt ein bisschen. Und deswegen wollte ich ihn jetzt verleihen, bis ich den verkauft habe, aber mal schauen. Rechte Außenverteidiger, Feed, den kann ich eigentlich mit S22, aber. So, Innenverteidiger haben wir 5 Stück. Lawrence, Bubala, Ziereis, Arevor und Sänger. Die haben eigentlich auch alle mal mehr, mal weniger gespielt. Defensives Mittelfeld habe ich auch nur 2. Da hat am Anfang der Knoll gespielt und dann später, glaube ich, er mehr. Weil bei ihm die Form abgekackt ist. Knoll war am Anfang einer meiner wichtigsten Spieler, aber irgendwie. Ditgen. Den habe ich dann oftmals einen linken Sturm eingesetzt, weil das seine Nebenposition ist. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Dort könnte man vielleicht noch nachbessern. Was haben wir dort? Dort hätten wir Kordis und Miyachi. Aber wir haben ja dann auch noch Burgstaller und so, die dort alle spielen können. Da können wir Ditgen auch rausschmeißen. Reuter sagt mir gar nichts. Obwohl der ist 18. Aber der hat nur Endstammtalent. Ihn kann ich jetzt nicht auf die Transferliste setzen. Das würde mich mal interessieren, ob das irgendwie. Reuter. Habe ich den dieses Jahr erst aus der Jugend hochgezogen? Das kann natürlich auch sein, dass ich den deswegen vielleicht nicht verkaufen kann. Keine Ahnung. Aber mir juckt jetzt die Nase. Das ist scheiße. So, ZM hat mal alles durchgeguckt. Da bräuchten wir. Die lasse ich lieber. Da würde ich eventuell ihn verkaufen, sobald ich hier im offensiven Mittelfeld dann nachgebessert habe. Miyachi bleibt. Cordes ist Schwachsinn. Der hat mir wirklich gut, wenn er mal gespielt hat. Aber ich glaube, der hat die paar Einsätze. Kann fort. Lenkfort ist genauso. Die sind halt alle so eher so meh. Obwohl er ist 19. Ach komm, fort damit. Da gucken wir mal, dass wir jetzt hier so ein bisschen unseren Angriff neu aufstellen. Gerade die Außenstürmerposition. Du gehst runter in die zweite. Oh, ich glaube, das hatte ich schon. Ja. Da können wir das canceln. Okay. So, Burgstaller, das ist das. Warte, 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 ich muss wieder hoch. So, Burgstaller, das sind die ganzen Kunden, die haben sich ja im Sturm eigentlich immer untereinander abgelöst. Da versuche ich jetzt noch lieber auf den Außenpositionen ein bisschen was zu finden, dann wird sich das auch ein bisschen entschlacken. Und wenn da einer geht, ich will die jetzt nicht auf die Transferliste setzen, weil dann verkaufe ich sie für billig Geld. Wenn jetzt ein Angebot für die kommt, dann können wir es immer noch machen, dass wir da in zwei Stürmer verkaufen und dann lieber schauen, dass wir da noch ein paar Kandidaten kriegen. Was hatte ich denn für Ankündigungen? Das Alter spielt keine Rolle. Jeder kann sich im Training anbieten. Wer bekommt bei mir seine Chance?
Langsamer Aufbau. Wir spielen offensiv. Ich kaufe nur Spieler, die ich teuer weiterverkaufen kann. Naja, habe ich mich nicht teilweise nicht wirklich dran gehalten. Ich würde aber schon mal Spieler scouten. Obwohl, hier macht es eigentlich wenig Sinn. Spielermarkt sondieren. Können ja mal Dänemark sondieren lassen. Okay. Gut. Das, was ich wollte. Diese Nase macht mich jetzt gerade total kirre. Ah, Freundschaftsspiel können wir auch mal ins mitnehmen. Ja, so. Ich wollte. Nee, wo ist denn das? Ja. Und zwar. Linker Außenstürmer. Wir gucken mal in der dritten Liga, was dort so rumgammelt. Bis 23. Machen mal 4 Wochen, 2 Scouts. Das war jetzt der linker Stürmer. Dann machen wir das gleiche mal auf der rechten Seite. Dritte Liga bis. Oh Gott, was hatte ich denn eingestellt? Irgendwie so hier, ne? 23. 4 Wochen, 2 Scouts. Okay. Und dann gucken wir mal, was so passiert in der Transferperiode. Sprechen, loben, kritisieren. Sprechen. Thema. Einsatzzeit, persönliche Situation. Ansage. Auf deiner Position bist du die Nummer 1. Nach letztem Spiel wieder aufbauen. Also darüber geht's auch nicht. Scheinbar kannst du nicht wirklich umtrainieren. Oder wenn wir dann so bei jemandem nochmal einen neuen Trainingsschwerpunkt festlegen können, müssen wir doch mal gucken, ob wir da irgendwie noch eine Schaltfläche finden, die ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Ach du Scheiße, es ist schon 17:04 Uhr. Können wir ja dann so langsam mal Feierabend machen. Ich will auch dann Gronkh gucken. Heute ist Sonnabend, ne? Ja. Morgen gehe ich bei Zeiten erstmal wählen. Wenn ich dann zurück bin, dann können wir ja dann auch noch mal den Stream anmachen. Freundschaftsspiel braucht man nicht so hart angehen. Genau, das mit dem Talentbaum, das da habe ich auch noch die Vermutung, dass es da vielleicht irgendwie geht. Und da würde ich jetzt sagen, wenn das Spiel vorbei ist, machen wir Feierabend. Ich werde offstream ein bisschen weiterspielen. Hauptsächlich um die Sommerpause zu überbrücken, den Transfermarkt, weil das wird ja dann nicht ganz so prickelnd, denke ich mal, zum Zuschauen. Da versuche ich mal ein gutes Team zusammenzustellen für die nächste Saison.
dass wir zumindest